Leute, was geht ab, Leute? Hong hier. Wie bereits im letzten Video erwähnt, werde ich jetzt einen neuen Account starten. Das ist jetzt nicht ausschließlich wegen dem neuen Arena-System, nicht nur um mich rauszukicken. Wir haben schon länger darüber geredet, darüber nachgedacht, einen neuen Account zu starten. Und das passt auch ganz gut für das Event am Freitag in Pasing. Da werden, wenn ich es richtig verstanden habe, ich habe da nochmal nachgeschaut, alle Module gezündet, 12 Module. Ganz gut, um den Account jetzt direkt ein bisschen zu leveln. Hab nicht vor, den Account so viel zu spielen. Und bis der irgendwie ein brauchbares Level hat, um mich aus den Arenen zu kicken, hat Niantic hoffentlich auch schon wieder das Arena-System verbessert, verändert. Aber labern wir nicht zu viel. Drücken wir auf Accept. Ich habe schon alles vorbereitet. Alles klar. Dr. Willow. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ich hatte immer einen weiblichen Charakter. Am Anfang haben viele gefragt, wieso. Das wird demnächst in einem Q&A beantwortet, aber Abwechslung, jetzt mal einen Typen. So. Es gibt so Optionen. Okay, choose. Augen. Choose. Skin. Gelb, so wie ich. Auch wenn ich in letzter Zeit echt braun geworden bin. Wegen zu viel Pokémon spielen in der Sonne. Zu viel Farmen. Kleidung, wo kann ich hier Kleidung auswählen? Aha. Aha. Die Sachen von den Events, die man verpasst hat, kann man trotzdem bekommen. Gut zu wissen. Es gibt einen Pulli, der gefällt mir, aber den hat der am Anfang echt jeder an. Ach, das ist der. Das ist das. Das ist der. Vielleicht nicht so überzeugt von der männlichen Garderobe hier. Ja, nehmen wir mal das hier. Mit dem Rucksack, Moment. Ich bin gleich so weit, Leute. Tschüss. Handschuhe. Gelb passt gar nicht dazu. So. Okay. Nur noch ganz schnell die Hose und dann haben wir es, Leute. Und Schuhe natürlich, Hose. Der hat nur das. Wie hat nur das? Okay, Schuhe. Okay. So. Jetzt sind wir soweit. Yes, I am all set. Der ist dann hier bei Pokémon. Hier ist ein Pokéballs. Alles klar. Am besten eigentlich Pikachu. Ihr kennt den Trick, weglaufen von den drei, immer wieder. Und dann kriegt man Pikachu, aber ich bin hier zu Hause gerade. Sprich, ich kann mich nicht wirklich wegbewegen. Von den drei, das seltenste. Na, nehmen wir mal Bisasam. Maybe later. Keine AR-Mode. Fragezeichen CP. Keine Bären, kein, gar nichts. Oh mein Gott. So. Sound auch immer automatisch an. Echt komisch. Bisasam gefangen. Eigentlich ist Bisasam echt schwer zu fangen. Also so leicht geht das eigentlich nicht. Erstes Pokédex-Eintrag. Erster Pokédex-Eintrag. 100 Sternstaub. Wird eine Weile dauern, bis wir auf die 6 Millionen wiederkommen. Such talented Pokémon Trainer, what should I call you? What should we call? Hong Junior. Nicht sehr kreativ, aber vielleicht
Mach mal gleich x RSG. X Hong Junior. Okay. Yes, Hong Junior. Oh, cool nickname, nice to meet you. Pokeballs, stops, yes, yes, yes. Check out Pokestop, yes, yes. Und direkt dein erstes Pokémon gespawnt. Perfekt, ein Taubsi. Immer noch keine Bären, 50 Pokebälle, 49, einen habe ich für Bisasam verbraucht. Great. Den Sound muss man echt ausmachen. Echt voll nervig. Erster Streak, 100. Neues Pokémon, 500. First Catch of the Day, 500. Great Throw, 50. Curveball, 10. First Throw, 50. Alles klar. IVs checken wir gar nicht. Gibt's. Ich kann doch nicht mal IVs checken, oh mein Gott. Und direkt auf Level 2 gestiegen. Alles klar. Okay, 10 Pokébälle bekommen. So. Oh, was ist das? Moment, GPS Drift. Vielleicht kriege ich ein Pokémon noch. Nee. Aber alles unbekannte Pokémon. Schau mal den Screen Recorder hier aus. Bevor der sich noch aufhängt. So, das war's. Das ist der neue Account. Ich werde mit dem nicht so oft spielen und auch nicht auf dem Handy hier. Wenn, dann habe ich immer mein iPad dabei. Um dann nur ein bisschen zu spielen. Und den werden wir dann echt nur ab und zu mal auspacken, wenn gefarmt wird. Ansonsten, unten in der Videobeschreibung wird wieder eine Abstimmung sein. Dann könnt ihr wählen, ob der rot oder blau werden soll. Und den werde ich jetzt ab und zu leveln. Das meiste natürlich immer vor der Kamera, damit ihr das auch alles mitbekommt. Wie schnell man so aufsteigen kann, was man genau macht. So, ich werde den Account ab und zu nur spielen, nur wenn wir irgendwo richtig krass farmen. Werde ihn nicht so oft auspacken, aber jedes Mal, wenn ich ihn auspacke, werdet ihr das natürlich sehen, damit ihr den Fortschritt immer verfolgen könnt. Und hab auch einiges vor mit dem. Wie unter anderem kein einziges Mal Staub ausgeben. Schauen wir mal, wie viel Staub man bis Level 40 bekommt. Also falls ich den überhaupt auf Level 40 zocke. Wir werden sehen. Schreibt unten in die Kommentare, was ich mit dem Account alles so machen soll. Und natürlich abstimmen, welche Farbe der haben soll. Und das war's. Schauen wir mal, wie lange das dauern wird, bis er ein bisschen hochgelevelt wird. Ich bin gespannt. Wie immer liken, subscriben, kommentieren, checkt die anderen Videos ab, folgt mir auf Instagram und Facebook und vielleicht sieht man sich Freitag in Parsing. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.